Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum neuen Pokémon Schwert und Schild Video. Heute kämpfen wir gegen Zyda. Soweit ich mich noch recht entsinne, müsste Zyda sein, aber ja, genau. Sie ist nämlich die Kampfarena-Leiterin von Galar und ich habe jetzt auch extra mein Kramor nach vorne gepackt, weil, ja, ne, Gortrom die ganze Zeit vorne zu haben, ist irgendwie, ja, langweilig und... Ne, mit Kramor haben wir auch da den Typenvorteil. Und ich bin mal gespannt, wie viel jetzt ihr Team sich geupgradet hat. Und Resalero ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Ja. Aber es sollte für uns kein Problem sein. Ich glaube wirklich, dass das meiste, was die uns bieten kann, nicht lange leben wird, sage ich mal. ich versuche mal nicht direkt auf Sturzflug zu gehen, weil unter anderem wegen Recoil-Schaden. Geh mal auf Bohrschnabel, das sollte, glaube ich, schon mal ausreichen. Turmkick, ja, ist nicht so schlimm. Wir haben hier nämlich durch Stahl natürlich da die Schwäche, aber der Flugtyp gleicht das Ganze nochmal wieder aus. Deswegen hat das gepasst, aber ist schon stark, ne, das Pokémon. Also Resalero ist schon eins der coolsten Pokémon aus Kalos, wie ich finde, und auch eins der stärksten. War auch langsam, glaube ich, im OU die ganze Zeit. Für, ich glaube, Sonne und Mond auch noch im OU. Oder ich. Nee. Boah, ich weiß gar nicht. Aber es war auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich gut im Competitive. So, ja, Ligios, ne? Da. Boah, Schnabel reicht da auch komplett aus, glaube ich. Das ist, glaube ich, alles kein Problem. Na, wobei. Das hat's getankt. Felsgrab. Ja. Oh, der Init-Drop war jetzt nicht so optimal. Ja, gut, okay, Top-Genesung. Ja, es kann nämlich sein, dass dann die nächsten Pokémon das alle outspeeden werden und dadurch halt Kramor dann ein bisschen, ja, verkrüppelt ist, mehr oder weniger, wenn man das so sagen darf. Ja. Mal gucken, wie lange Kramor aushält. Vielleicht würde ich sogar zum nächsten Pokémon auswechseln, weil ich möchte nicht, dass Kramor jetzt direkt wieder stirbt. Weil ich denke mal, je nachdem, was das nächste Pokémon ist, wird es mich outspeeden und dann auch Kramor besiegen. Wir schauen erstmal. Kaokto. Ich weiß gerade nicht, wie schnell Kaokto sein kann. Deswegen gehe ich mal hier raus auf Motti Never, Leute. Also Pestkragon würde ich gerne machen, aber das habe ich natürlich irgendwie gar keine gute Erfahrung gehabt letztens. Wo ich da in Pestkragon gehen wollte, das einfach in direkter One-Hit war. Deswegen, ich jetzt in Motti Never. Voll viele Fragen auch immer, wo ich Motti Never her habe. Das ist. Also Leute, das ist ein Pokémon, das kriegt man von neu. Man fängt sich hier Snomnom erstmal und danach kann man das entwickeln per Zuneigung. Ein Video dazu zu machen, ist glaube ich eher irgendwie unnötig, weil das jetzt echt nicht schwer ist. Aber ich. Ja, ansonsten, wenn da viele Fragen kommen. Nein, kein Dynamax. Wenn da mehr und mehr Fragen kommen sollten, kann ich es gerne machen. Aber ich meine, Zuneigung und Nachtzeit im Level-Up. Aber ja. Okay. Macht auf jeden Fall richtig guten Schaden. Leider kein One-Hit. Aber, oh, warte mal. Können wir auch fliehen, wenn Kaokto schon besiegt ist, oder? Können wir gar nicht mehr jetzt aus dem Kampf gehen? Bitte Motti Never. Solange jetzt Wickel... oder was der auch gerade immer gemacht hat, aktiv ist. Wir schauen mal. So, Lauchzelot, da kann ich raus. Okay, ich kann tatsächlich raus. Kramor. Kramor ist gut. Ich habe zwar einen Lauchzelot gefangen oder halt entwickelt, ich weiß aber nicht, wie da die Init-Werte sind. Ich weiß, dass Kramor, glaube ich, eine Base-Speed oder Base-Init von... Lass mich nicht lügen, 76 hat, nee, 67, sorry. Und dementsprechend hoffe ich, dass es nicht so langsam ist. Okay, wir können Lauchzelot outspeeden, das sollte auf jeden Fall für einen One-Hit ausreichen, ja, genau, perfekt. Vielleicht schafft sogar Kramor ja noch, wer weiß, vielleicht schafft sogar Kramor den ganzen Kampf hier. So, Machomai. Boah, ist das schneller? Nee, glaub nicht. Das können ja auch Giga Dynamaxen, ne? Ich würde schon gerne hier mit Kramor auch Dynamaxen. Ich kann leider nicht Giga Dynamaxen damit, weil das nicht dieses Giga Dynamax Kramor ist, aber
Ist ja nicht schlimm, wir haben trotzdem hier einen coolen Kampf dann oder eine coole Kampfsequenz mit zwei Dynamax-Pokémon. Machomai ist schon eine krasse Form, Leute. Ich finde wirklich, das ist irgendwie eins der coolsten Dynamax-Pokémon aus Kampfdorf. Allein so die Hände und sowas sieht so cool aus einfach. Das ist richtig Hammer. Aber ja. Mal gespannt, wer jetzt hier wen ausbietet, weil wenn wir jetzt hier von Machomai rausgenommen werden, dann ja, wüsste ich nicht weiter. Vielleicht dann mit Ochenatoll und seinen Kopfstoß, aber naja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Nicht den Teufel an die Wand malen. Vielleicht sind wir auch schneller und können das dann rausnehmen. Weil ich weiß, das Machomai auf jeden Fall, glaube ich, eine höhere. Nee, okay. Ich bin still. Ja, komm, zack, easy. Und der Kampf ist vorbei, Leute. Ja, Leute, Kramor ist ein absolutes Biest. Das kennt da keine Grenzen. Das ist schon ziemlich cool. So. Wieder klein. Und ja. Wie gesagt, Leute, ich tippe mal auf den nächsten Kampf. Das wird gegen Roy sein wahrscheinlich, weil ich fände es richtig cool, so kurz vor dem Champ-Kampf. Vor allem, weil ja auch Deleon und Roy Rivalen sind. Vermute ich mal, dass mein nächster Gegner dann Roy sein wird. Und es wäre auch irgendwie komisch, wenn der 8. gegen den 7. verliert. Naja, gut. Das ist ja jetzt egal. Genau, ja, ich hatte recht, Leute. Roy gewinnt. Es war auch abzusehen, dass er gewinnt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, werde ich dann hier nochmal einen Cut machen. Und dann werden wir den nächsten Kampf mit Roy im nächsten Video sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.